52 und 53 werden gemeinsam aufgerufen. Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde Aufstehen gegen Rassismus, Aktionskonferenz in Frankfurt unterstützen mit dem Punkt 53. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde Programmentwurf der AfD, keine Hetze gegen Muslime in Hessen und überall. Das ist 19.3294 und 19.3297. Redezeit 7,5 Minuten. Es beginnt die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tagtäglich finden Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte statt. Allein im ersten Quartal dieses Jahres waren es laut BKA 268 Anschläge, im Durchschnitt also 3 pro Tag. Anfeindungen gegen Muslime und Migranten nehmen zu, und erschreckend viele Menschen nehmen an rassistischen Demonstrationen wie Pegida teil. Mit Pegida und AfD ist ein Sammelbecken für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entstanden, und zwar auf der Straße und bei Wahlen mit zweistelligen Ergebnissen für die AfD, die offen rassistisch ist, die für soziale Kälte und nationale Enge steht. In der aktuellen Programmdebatte der AfD zeigt sich, dass sich diese Partei immer weiter nach rechts außen radikalisiert. Der Flügel der großbürgerlichen Ur-AfDler, die offen ihre Verachtung gegen Arme und Erwerbslose zeigen und einen neoliberalen, antisozialen Kurs fahren, wird schwächer. Der Flügel um den Thüringer AfD-Chef Höckel setzt sich zunehmend durch. Dieser Teil der AfD versucht gar nicht mehr, im bürgerlichen Gewand daherzukommen. Er ist offen rassistisch und verbindet das mit pseudosozialen Forderungen, was leider auch verfängt, wenn man sich anschaut, dass die AfD zunehmend auch von Erwerbslosen und Arbeitnehmern gewählt wird. Und das, obwohl sich große Teile ihres Programms gegen deren Interessen richtet. Der Kitt, der die AfD zusammenhält, ist Rassismus und ist ein erzreaktionäres Gesellschafts- und Familienbild mit dem Ziel, die Errungenschaften der Frauenbewegung zurückzudrängen. Und ich denke, dieser Bedrohung von rechts muss dringend und entschieden entgegengetreten werden, meine Damen und Herren. AfD-Vize Alexander Gauland hat die zunehmende Zahl von Flüchtlingen mal als Geschenk für die AfD bezeichnet. Nachdem die Flüchtlinge wegen der Schließung der Balkanroute und dem Türkei-Deal zwischen Erdogan und Merkel nun weit vor der deutschen Grenze gestoppt werden und deshalb auch das Geschrei um die angebliche Überschreitung deutscher Aufnahmekapazitäten leiser wird, wendet sich die AfD jetzt der Hetze gegen Muslime zu. Und dabei malt die AfD ein Schreckensbild einer islamischen Invasion und einem Deutschland, in dem Frauen bald nur noch voll verschleiert auf die Straße gehen dürfen und die Scharia gilt. Es wird der Eindruck erweckt, man müsse jetzt etwas tun gegen diesen ach so gefährlichen Islam, bevor es zu spät ist. Meine Damen und Herren, dieses Horrorszenario ist absurd. Seit Jahrzehnten leben Musliminnen und Muslimen in großer Zahl in Deutschland. Sie sind ein Bestandteil und keine Bedrohung für diese Gesellschaft. Aber die AfD legt den Koran so wörtlich aus, wie es sonst nur die fundamentalistischsten Islamisten tun, und erklärt, der Islam sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, was im Übrigen für viele Bibelpassagen auch gilt, wenn man sie denn wortwörtlich auslegt. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, steht im AfD-Programmentwurf. Minarette und Muezzins will die AfD verbieten. Der Islam sei keine Religion, sondern eine politische Bewegung. Teile der AfD fordern sogar ein Verbot neuer Moscheen. Und Herr Gauland sagt, Zitat, ich will den Islam nicht in Deutschland. Worauf läuft das denn hinaus? Auf ein Verbot islamischer Glaubensgemeinschaften? Darauf, dass 5% der Bevölkerung an der Ausübung ihrer Religion gehindert werden? Ich finde, Heribert Prantl kommentiert in der Süddeutschen treffend, Verfassungsfeinde sind nicht die Muslime, sondern die AfD, die ihnen das Recht auf Religionsausübung streitig macht. Und der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sagt der AfD eine Entwicklung in Richtung FPÖ und Front National voraus. Und er fügt hinzu, das wäre die erste klar gegen eine einzelne Religionsgemeinschaft gerichtete Partei in Deutschland seit 1945. Und deshalb ist es wichtig, dass der Landtag heute Solidarität mit den Muslimen zeigt und jede Form des Rassismus zurückweist. Wenn Muslime
Wenn Muslime und Migranten angefeindet werden, wenn ihre Glaubensfreiheit eingeschränkt werden soll, dann ist das ein Angriff auf die Demokratie insgesamt. Der Sprecher des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masiak, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es schon länger eine aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft geschürte Stimmungsmache gegen Muslime gibt, auf die sich die AfD stützen kann. Muslime sind verstärkt religiösen und rassistischen Vorurteilen ausgesetzt. Und dazu tragen leider auch die Politiker bei, die seit Jahren Stimmung gegen Muslime machen, um nur Namen zu nennen wie Sarrazin oder auch manch ein Innenminister. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, ich würde mich freuen, wenn Sie hier heute deutliche Worte gegen die AfD finden. Aber das Problem sitzt auch hier im Landtag. Und ich finde, wer über die Hetze der AfD spricht, der sollte zu den islamfeindlichen und migrantenfeindlichen Äußerungen von einem Herrn Irner nicht schweigen. Ich finde, gerade von Ihnen als CDU-Landesvorsitzender wären hier deutliche Worte und vor allem auch Konsequenzen angebracht. Meine Damen und Herren, das Problem ist nicht allein der Wahlerfolg rechter Parteien. An vielen Stellen bricht sich ein pogromartiger Rassismus Bahn. Denken wir an Klausnitz, an Bautzen oder an Freital, wo in dieser Woche ein GSG-9-Einsatz gegen 5 mutmaßliche Rechtsterroristen stattfand. Und auch in Hessen gab es Angriffe. Es wurde auf Flüchtlingsunterkünfte geschossen, Gasleitungen angesägt, Feuer gelegt, Hakenkreuze und Tierkadaver sowie Morddrohungen hinterlassen. Und Rechtsterrorismus ist kein neues Phänomen. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Anschläge von Neonazis. Erinnert sei das Oktoberfest an das Oktoberfestattentat 1980, bei dem 13 Menschen getötet wurden, das schlimmste terroristische Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik. Und spätestens mit dem Aufliegen des NSU ist klar, dass Naziterror in Deutschland eine Realität ist, die viel zu lange ignoriert, kleingeredet und verharmlost wurde, leider auch von hessischen Innenministern. Im Fall des NSU wurden die Opfer verdächtigt und ihre Familien statt Hinweisen in die rechte Szene nachzugehen. Und ich denke, diesem Rechtsterrorismus sollten alle Demokratinnen und Demokraten etwas entgegensetzen. Und wer über Neonazis spricht, meine Damen und Herren, der darf über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Die Landtagswahlen haben aber auch gezeigt, man gräbt AfD und Pegida nicht das Wasser ab, indem man ihre Parolen übernimmt, indem man das Asylrecht immer weiter aushöhlt, indem man rechtspopulistische Forderungen gegen Gesetze gießt, wie das durch das Asylpaket passiert ist. Das ermutigt die AfD, das macht sie stark. Kampf gegen rechts bedeutet, rassistischen Ressentiments etwas entgegenzusetzen. Aber es bedeutet auch, dass man den Nährboden bekämpfen muss, auf dem solche Stimmungen gedeihen können. Wer die soziale Spaltung vertieft und Existenzängste schürt, dem bereitet den Boden für Hass und Verachtung in der Gesellschaft. Und deshalb gehört der Kampf gegen Rassismus und der Kampf für soziale Gerechtigkeit untrennbar zusammen. Was wir brauchen, ist eine breite Bewegung gegen rechts. Es gibt einen bundesweiten Aufruf, Aufstehen gegen rechts, der von zahlreichen Organisationen sowie von 20.000 Einzelpersonen unterschrieben wurde. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem SPD-Bundesministerin Manuela Schwesig, die Parteivorsitzende der LINKEN und der GRÜNEN, prominente Gewerkschafter, Vertreter von Religionsgemeinschaften, Kulturschaffende, Antifa-Gruppen. Und in diesem Aufruf heißt es, ich komme zum Schluss, Zitat, wir stehen auf gegen den Rassismus von Pegida, AfD, NPD und Co. Wir wenden uns gegen Obergrenzen und Grenzschließungen. Wir stehen für eine offene und gerechte Gesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Am kommenden. Frau Kollegin Wissler, na, auf geht's. Am kommenden Wochenende findet dazu eine bundesweite Aktionskonferenz in Frankfurt statt. Jeder ist eingeladen, daran teilzunehmen, mitzudiskutieren, wie man der Gefahr von rechts etwas entgegensetzen kann. Ich denke, eine breite gesellschaftliche Bewegung ist dringend nötig, denn nicht nur die Geschichte des NSU hat gezeigt, dass auf Geheimdienste und Sicherheitsbehörden leider kein Verlass im Kampf gegen rechts ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle beobachten mit großer Sorge die wachsende Zahl rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Straftaten in Deutschland. Wir müssen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dafür sorgen, dass Straftäter gefasst werden. Wir müssen aber auch denjenigen entgegentreten, die mit dumpfen Parolen, mit Hass und Gewalt den Boden für diese kriminellen Handlungen bereiten, meine Damen und Herren. Deshalb ist es gut, dass sich Menschen
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus engagieren. Es ist gut, wenn die Zivilgesellschaft in dieser Frage sich engagiert. Auch der Aufruf Aufstehen gegen Rassismus ist ein guter Beitrag dazu, wie ich meine. Es muss uns allen aber auch darum gehen, das Entstehen von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus an den Wurzeln anzupacken. Wer Hass und wer Gewalt und Fremdenfeindlichkeit schürt, der muss auf den entschiedenen Widerstand der Demokratinnen und Demokraten treffen. Wer Muslime unter Generalverdacht stellt, wer Muslime mit islamistischen Extremisten und Terroristen gleichsetzt, wer einen Glauben, eine ganze Religion diskreditiert, befördert Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Genau das tun aber die Kolleginnen und Kollegen, die Rechtspopulisten von der AfD. Die Freiheit des Glaubens, die Freiheit des Gewissens, die Freiheit der religiösen, weltanschaulichen Bekenntnisse ist Verfassungsgrundsatz und wird in Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert. Nicht diejenigen, die diesen Verfassungsgrundsatz leben, sind Verfassungsfeinde, sondern diejenigen, die Muslimen in Deutschland das Recht auf freie Religionsausübung absprechen. Das sind die Verfassungsfeinde. Wenn der stellvertretende AfD-Vorsitzende Gauland argumentiert, dass der Islam keine Religion ist, und wenn Frau Storch sagt, der Islam ist an sich eine politische Ideologie, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist, ist schlichtweg unerträglich, so etwas zu sagen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 4 Millionen Muslime in Deutschland werden ausgegrenzt, sollen Verfassungsfeinde sein, sind nach Auffassung der AfD nicht Mitglieder unserer freiheitlichen Gesellschaft. Das ist schlichtweg unerträglich, meine Damen und Herren, solche Thesen. Wir leben gern in einer freien und offenen Gesellschaft. Die Errungenschaften, die uns letztlich unsere Verfassung, unser Grundgesetz garantiert, verteidigen wir. Das Zusammenleben hat sich in den letzten Jahren an vielen Punkten verändert. Unsere Gesellschaft ist bunter, ist offener, ist toleranter geworden. Wir dürfen nicht zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Rechtspopulisten mit ihrer Ideologie diese Uhr wieder zurückdrehen. Wenn ich beispielsweise lese, dass die AfD-Landtagsfraktion in Thüringen alle Homosexuellen im Lande zählen lassen will, frage ich mich, wer ist eigentlich hier Verfassungsfeind? Dass sich diese Partei nicht schämt, dass sie sich nicht schämen, in einem Land, in dem Homosexuelle schon einmal registriert wurden, in dem Homosexuelle schon einmal einen rosa Winkel tragen müssten, solche Forderungen zu stellen, ist schlichtweg unerträglich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, wie sie die AfD in ihrem Programm beschreibt. Wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, wie wir leben, wie wir lieben. Das ist Angelegenheit jedes Einzelnen. Der Glaube ist Privatsache. Da mischt sich Staat nicht ein. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist Verfassungsauftrag. Das Frauenbild der AfD dagegen ist von vorgestern und stellt viele gesellschaftspolitische und von Frauen hart erkämpfte Errungenschaften zur Disposition. Das wollen wir alles nicht. Wenn man das Programm der AfD liest, kommt man zu dem Schluss, das Integrationsproblem haben die Kolleginnen und Kollegen der AfD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Führungsriege der AfD braucht dringend einen Integrationskurs, und zwar einen Integrationskurs für eine freie und offene Gesellschaft, in der wir leben wollen. Natürlich müssen wir in einer komplexen Gesellschaft auch über Probleme reden, auch Probleme, die mit Zuwanderung verbunden sind. Natürlich müssen wir Fehlentwicklungen diskutieren. Natürlich müssen sie auch benannt werden. Natürlich muss jeder, der in unserem Land lebt, sich an unsere Gesetze und an unsere Verfassung halten. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber darum geht es der AfD im Kern nicht. Der AfD geht es nicht um Lösungen möglicher Probleme oder das Beheben von Fehlentwicklungen. Der AfD und dem Spitzenpersonal geht es um die öffentliche Wirkung, um die Schlagzeile, um Hass und Gewalt zu sehen. Sie setzen gezielt auf Provokation
und spielen das Thema Islam ganz bewusst. Die Vorsitzende Frau Storch analysiert ganz kühl, es ist in der Süddeutschen Zeitung nachzulesen, Asyl und Euro sind verbraucht, bringen nichts Neues. Der Islam und seine Bekämpfung ist ein Thema, das laut Storch sich bestens für die Außenkommunikation eignet. Zitat zu Ende. Das ist die perfide Strategie der AfD. In unserem Land gegen Muslime zu hetzen, ist eine gezielte Provokation, der wir uns alle entgegenstellen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD sind die geistigen Brandstifter. Sie vergiften das Klima in unserem Land. Und deshalb ist es wichtig, dass Politik, dass Zivilgesellschaft gegen Rassismus und gegen Ausländerfeindlichkeit aufsteht und Flagge zeigt. – Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich habe keine Wortmeldung mehr vorliegen. Tja, ja, ja. Seligen schaut ein bisschen auf. Na, na. Der Kollege René Rock hat jetzt trotzdem das Wort, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, es gibt keinen Dissens in der Bewertung von Extremismus, Rassismus und Verfassungsfeinden. Es gibt keinen Dissens in diesem Haus bei der Frage, wie politische Gruppierungen mit religiösen Gruppierungen, mit Minderheiten umgehen, die Diskriminierung, die sich immer wieder in einigen Programmen findet. Es gibt, glaube ich, keinen Dissens hier in diesem Haus bei der Frage, wie Äußerungen von Führungspersonal der AfD eingeschätzt werden. Es gibt auch bei uns, den Freien Demokraten, große Bedenken über die Frage, was dort in den Gremien der AfD geäußert wird und ob diese Partei überhaupt auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Da muss man müssen auch die Behörden in Deutschland ein genaues Auge drauf haben, welche Entwicklung diese Partei geht, weil es einem Angst und Bange werden kann, was dort geäußert wird. Aber wir sollten auch eines nicht vergessen. Wir leben in einem Land, das in einer Zeit großer Herausforderungen Unglaubliches geleistet hat. Wir leben auch in einem Land, in dem Bürgerinnen und Bürger gezeigt haben, welches gesellschaftliches Engagement in diesem Land möglich ist. Ich glaube, viele, die in der Politik aktiv sind, haben sich verwundert die Augen gerieben, als Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern, Tausende von Hessen aufgestanden sind und Hilfe geleistet haben. Das ist Deutschland, und das ist auch unser Land. Und darum sollten wir auch nicht nur einseitig die Menschen betrachten, die in diesem Land Dinge äußern, die aus meiner Sicht nicht in die Mitte der Gesellschaft gehören, sondern an den Rand, wo sie auch sind und wo sie auch bleiben müssen. Und darum glaube ich auch, dass es wichtig ist, sich mit den Ursachen dieses Erstarkens der AfD auseinanderzusetzen. Und diese Ursachen des Erstarkens liegen womöglich auch in der Frage, dass Menschen Angst haben in unserem Land. Wir haben nicht plötzlich 10-15% in Hessen, die rechtsradikal sind. Wir haben nicht 10 oder 15% der Wählerinnen und Wähler in Hessen, die urplötzlich islamfeindlich geworden sind oder homosexuelle Menschen verfolgen wollen, sondern es gibt Menschen, die haben Angst in unserem Land. Und es gibt eine Partei und es gibt Gruppierungen, die diese Angst dieser Menschen ausnutzen und versuchen, ihnen ein Ventil zu geben. Und es ist die Aufgabe der demokratischen Parteien, diese Menschen für unser System zurückzugewinnen. Und das Zurückgewinnen dieser Menschen für unser System ist auf der einen Seite, was wir auch heute machen, deutlich zu machen, was uns unterscheidet, was die Parteien, die auf dem Boden der Grundgesetze stehen, unterscheidet von denen, die radikale Parolen verbreiten und versuchen, die Ängste der Menschen auszunutzen. Aber es ist auch unsere Aufgabe, Lösungen und Vertrauen den Menschen zu zeigen und bei den Menschen auszulösen, die sich vielleicht jetzt abgewendet haben. Und es sind aus allen Parteien Wählerinnen und Wähler, die gewechselt sind, aus allen Parteien, mal mehr, mal weniger.
Aber es heißt für uns alle, wir müssen wieder mehr Vertrauen erzeugen. Das gilt natürlich an erster Stelle, und das meine ich jetzt gar nicht als politischer Diskurs, natürlich an erster Stelle für die Bundesregierung, die klarmachen muss, dass die Probleme gelöst werden. Da ist einige Beruhigung mittlerweile zu erkennen, aber wir sind da noch lange nicht auf einem wirklich guten Weg. Und darum die Kritik an den Äußerungen und die Kritik an dem, was AfD verbreitet, und die Angst, dass Rassismus und Islamfeindlichkeit Boden gut machen könnte in unserer Gesellschaft. Das heute zu diskutieren, ist richtig. Aber unsere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sind einfach wieder, die Menschen zurückzugewinnen. Und wir wissen auch, dass die AfD eigentlich schon fast verschwunden war aus dem politischen Spektrum und dass sie durch eine Krise, die in unserem Land ausgelöst worden ist und die auch viele positive Begleitumstände gezeigt hat, dass sie dadurch wieder es geschafft hat, auf die politische Bühne zurückzukehren. Ich glaube nicht, dass wir uns der Hoffnung hingeben können, durch die Bewältigung dieser Krise allein, dass sie wieder verschwindet, sondern wir müssen diese Menschen, die wir momentan verloren haben, eben versuchen, als demokratische Parteien zurückzugewinnen. Und natürlich ist nicht alles, und das möchte ich ausdrücklich noch einmal als Mitglied des Untersuchungsausschusses NSU hier im Hessischen Landtag sagen, ist nicht alles, was gegen rechts getan worden ist, vielleicht ausreichend gewesen. Und natürlich frage ich mich manchmal, wenn ich Vertreter der Sicherheitsbehörden gegenüber sitze in diesem Ausschuss, warum wird hier nicht auch einmal ein Fehler eingeräumt? Oder warum wird vielleicht hier nicht einmal gesagt, wir waren nicht sensibel genug? Warum hören wir immer nur Rechtfertigungen, die in sich schlüssig und plausibel sind? Das will ich gar nicht ausblenden. Aber ich glaube, wenn man dann das Resultat sieht dessen, was versäumt worden ist, und wenn man, ich glaube, Frau Wissler hat darauf hingewiesen, auch das Thema immer wieder sich vor Augen führt, wer denn da dann nachher erst einmal im Fokus der Ermittlungen stand, dass man diese Themen nicht aus den Augen verliert. Ich glaube, wir sind sozusagen an zwei Seiten am Kämpfen. Wir sind auf der Frage, Extremismus entschlossen entgegenzutreten als demokratische Parteien, aber auch die Menschen zurückzugewinnen, die wir an diese Partei verloren haben oder an diese Gruppierung. Ich glaube, da hat jede Partei hier in diesem Spektrum etwas dazu beizutragen, die Menschen zurückzugewinnen, die wir an diese Gruppierung verloren haben. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir alle wissen, das wussten schon die alten Griechen, die Mörder der Demokratie sind die Demagogen. Wir müssen den Demagogen die Spielwiesen entziehen, und dann werden wir auch wieder auf normale politische Verhältnisse in unserem Land zurückkommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, was die Menschen in unserem Land auch geleistet haben, was für tolle Beispiele wir in unserem Land erkannt haben, was die Menschen auch deutlich gemacht haben, wie Humanität, wie Menschenfreundlichkeit, wie Aufnahmebereitschaft in unserem Land aussieht. Wir sollten nicht nur in dieser Krise auf das Negative schauen. Das haben wir getan, und da werden wir auch arbeiten müssen. Aber es ist auch viel Gutes in unserem Land entstanden. Ich glaube, das ist auch ein Signal. Unsere Gesellschaft ist stark, sie ist stark in der Mitte. Und der Rand, der entstanden ist, der muss wieder kleiner werden. Den müssen wir auch wieder aus der Diskussion herausdrängen. Das schaffen wir durch gute Lösungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die aktuelle Umfrage der FNP hat gezeigt, wie andere Umfragen in den letzten Wochen auch, dass die Menschen auch nach der Kommunalwahl bereit sind, Protest zu wählen, zu einem nicht unbeträchtigten Anteil populistische, ja sogar extremistische Parteien ihre Stimme zu geben. Und meine Damen und Herren, uns als CDU geht es darum, Probleme nicht zu beschreiben, sondern konkrete Lösungen zu entwickeln, Antworten zu geben, die unser Land insgesamt voranbringen. Nicht alle Sorgen und Ängste sind virtuell, auch das muss man feststellen. Sie knüpfen vielfach an reale Erfahrungen und Erlebnisse an. Die Bürgerinnen und Bürger, die Wähler pauschal zu beschimpfen oder sie in eine Ecke zu stellen, das ist, glaube ich, falsch. Das haben bisher auch alle hier im Hause gesagt, Herr Rock, das kann man so feststellen. Demagogen müssen wir entlarven, und Extremisten müssen wir unnachgiebig
bekämpfen, Ängste nicht zu schüren, sondern der Angst die Grundlage zu entziehen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Die Staatsschuldenkrise, die Flüchtlingskrise, die Herausforderungen des Islamismus, das alles sind ja reale Probleme. Die AfD greift dies in einer, wie ich finde, unmenschlichen Art auf, als Anti-Euro-Partei, als Anti-Flüchtlingspartei, und jetzt greift sie den Islam in Gänze an. Die jüngsten Äußerungen der AfD zur Unvereinbarkeit von Islam und Grundgesetz sind inakzeptabel. In Deutschland gilt die Freiheit der Religionsausübung für alle Menschen und natürlich auch für Muslime. Das ist ganz klar. Die finsteren Gestalten der AfD zündeln ganz bewusst. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, muss man feststellen, natürlich gibt es auch ein massives Problem mit Islamismus, mit Wahhabismus, mit Salafismus in seiner verschiedentlichen Ausprägung. Und unsere Antwort kann deswegen nicht pauschal sein. Wir als CDU haben in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Wir haben Mittel zur Bekämpfung des Extremismus sogar vervierfacht. Das hatten wir im letzten Plenum schon einmal erörtert. Für die CDU ist klar, wir lehnen den Rechtsextremismus wie jegliche Form von Extremismus ab. Extremisten dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz finden. Meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Wissler, warum lehnen wir als CDU dennoch den Antrag der Linkspartei ab? Schaut man sich die Kampagne, hören Sie mir doch einfach mal zu. Schaut man sich die Kampagne mal näher an, dann bleiben doch Zweifel. Hier werden verschiedene Sachverhalte und Positionen, populistische, extremistische, wild in einen Topf gerührt, und das wird zunächst einmal der Sache an sich nicht gerecht. Es gibt einen zweiten entscheidenden Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schauen wir uns Ihren Antrag, Frau Wissler, mal genau an. Dann fällt uns auf, dass auf der Unterzeichnerliste in Ihrem Antrag mit der Liste auf der gleichnamigen Internetseite, dass dies nicht übereinstimmt. Wo im Internet freimütig der Name Frederik Wester steht, steht bei Ihnen nur Blockupy. Ich glaube nicht. Das sind immer die anderen schuld. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie wollen hier das Parlament bewusst täuschen, wer zum Unterzeichnerkreis des Aufrufs zählt. Und schaut man sich dann an, wer Jan Schlemmermeier alias Frederik Wester ist, dann kann ich verstehen, warum Sie uns das verheimlichen wollen. Wester ist bzw. spielte als Sprecher der Blockupy-Bewegung eine maßgebliche Rolle bei den Ereignissen im letzten Jahr in Frankfurt. Und ich zitiere diesen Herrn Wester. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Einen Moment, Herr Kollege Penz hat das Wort. Und ich zitiere hier diesen Herrn Wester einmal. Zitat: Wir haben von Anfang an gesagt, es geht uns nicht darum, in der Hauptsache irgendwas Friedliches zu machen, was im Rahmen der Straßenverkehrsordnung abläuft, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen den Normalbetrieb im Krisenregime unterbrechen mit gewissen Formen des zivilen Ungehorsams. Und auf die Frage, wie weit ziviler Ungehorsam denn gehen dürfte, ob auch brennende Autos dazugehören, sagte dieser Mann, Zitat: Wir müssen auch in Kauf nehmen, dass wir uns teilweise außerhalb des erlaubten Rahmens bewegen. Die Autonomen und die Antifa-Gruppen rauszuschmeißen, ist schwierig. Das ist so. Sie sind Teil des Bündnisses, und das ist auch gut so. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Wester ist nicht der Einzige auf dieser Liste. Und deswegen, wer Extremisten stärken will, der muss mit ihnen zusammenarbeiten. Feuer lässt sich eben nicht mit Feuer bekämpfen. Uns, meine Damen und Herren, geht es um den Schulterschluss der Demokraten insgesamt. Gegen Extremisten helfen eben keine Appelle. Wir müssen
Probleme lösen. Deswegen haben wir einen gemeinsamen Antrag eingebracht, den wir dann natürlich auch in dieser Form so abstimmen werden. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Wenz. – Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Meine Damen und Herren, bitte Kommentierungen im Frieden. Der Kollege Schäfer-Gümbel hat das Wort. Moment, Moment, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Das sind ja keine Zwischenrufe, bevor er angefangen hat. Das sind so Vorrufe oder irgendwelche. Die wollen wir hier nicht. Gut. Also, wir sind uns einig. Entschuldigung angenommen. Der Kollege Schäfer-Gümbel spricht. Herr Präsident, wie nahezu immer weise entschieden in dieser Frage. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Pentz, ich hatte mir eigentlich einen anderen Einstieg in diese Rede vorgenommen. Nach Ihren Ausführungen will ich anders beginnen und sehe mich auch dazu genötigt. Ich will Ihnen offen sagen, ich habe gestern Abend diesen Aufruf selbst unterschrieben, weil ich es richtig finde, wenn sich Hunderte, Tausende zusammenfinden, um angesichts eines gesellschaftlichen Klimas, in dem Frau Wissler zu Recht darauf hingewiesen haben, dass wir mittlerweile täglich nahezu drei Übergriffe auf Flüchtlingseinrichtungen und anderes haben, dass wir diejenigen alle unterstützen, die sagen, dass wir dieses gesellschaftliche Klima nicht akzeptieren wollen. Das ist notwendig. Und dabei nehme ich bewusst in Kauf, dass solche Aufrufe auch von Leuten unterschrieben werden, mit denen ich meine eigenen Probleme habe. Ich will das einmal anders übersetzen, Herr Pentz. Die SPD-Landtagsfraktion wird hier heute sowohl dem Antrag der Linkspartei zustimmen als auch dem Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, und das, obwohl Herr Irmer in Ihren Reihen Mitglied ist. Ich hätte zu Herrn Irmer heute nichts gesagt. Ich hätte zu Herrn Irmer heute nichts gesagt, weil die Frage, wie man Ressentiments schürt, uns hier in diesem Landtag übrigens häufig, Herr Bellino, auch mit Distanzierung aus Ihrer Fraktion eine Rolle gespielt hat. Das ist der entscheidende Punkt, um den es in der Tat geht. Meine Bitte ist, in solchen Debatten vielleicht einmal den Versuch zu machen, auf den Kern zu fokussieren. Ich bin deswegen der Aktuellen Stunde von beiden Fraktionen dankbar, weil es aus meiner Sicht um zwei Themen geht. Damit will ich sozusagen zurückkommen zu dem, was ich eigentlich sagen will. Erstens. Wie stellen wir die AfD im Konkreten, in ihren Haltungen, und ich will das klar benennen, wenn man über Clausewitz und anderes redet, darf man über die AfD nicht schweigen, weil es einen Zusammenhang gibt. Und auf der anderen Seite, dem sehr viel schwierigeren Thema, wie gewinnen wir diejenigen Menschen zurück, die nicht aus fremdenfeindlichen, nicht aus rassistischen, nicht aus anti-islamistischen Beweggründen die AfD, nämlich nur aus Protest, wegen welchen Gründen auch immer, bei den Wahlen in den letzten Wahlgängen gewählt haben. Wie gewinnen wir diese Menschen zurück? Das sind die beiden Fragen, vor denen wir stehen. Die heutige Aktuelle Stunde beschäftigt sich mit dem ersten Teil, nämlich die AfD zu stellen, angesichts aktueller Äußerungen dieser Partei. Und dazu will ich ein paar klare Bemerkungen machen. Die Stars am braunen AfD-Himmel, Herr Höcke, Herr Pockenburg und auch Frau von Storch, machen noch immer deutlicher, wofür diese in Teilen stramm rechtsextreme Partei steht. Deswegen teile ich ausdrücklich die Einschätzung des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen nicht. Sie befremdet mich geradezu, wie er sie formuliert, angesichts der Äußerungen der letzten Wochen. Ich finde, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass die AfD nicht verharmlost wird. Die AfD ist brandgefährlich. Sie ist
brandgefährlich, weil sie etwas bedient, dass wir wissen, dass es das schon lange gibt. Es gibt einen Bodensatz in dieser Gesellschaft. Das wissen wir aus allen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte, in dem es ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, Fremdenfeindlichkeit in bestimmten Teilen der Gesellschaft gibt. Und die AfD ist die Partei, die in besonderer Weise dieses Potenzial gerade bedient. Da hat etablierte Parteien haben ihren Anteil daran, weil wir nicht hinreichend klar auch, und ich habe das hier mehrfach gesagt, mehrfach durch den Streit der letzten Monate, insbesondere auf der Bundesebene, mit dafür gesorgt haben, dass es ein Bild gibt nach dem Motto, wir haben die Lage nicht im Griff. Und das hat mit zu Verunsicherungen geführt. Und die AfD nutzt das in einer so perfiden Art und Weise, wie das schon lange nicht mehr passiert ist. Und das muss man ihnen entziehen. Und das geht nur auf zwei Wegen. Erstens, sie in der Sache immer klarzustellen und keinen Millimeter Toleranz zu bieten und nicht den Parolen hinterherzurennen. Und auf der anderen Seite klare Antworten dafür zu geben auf die Themen, die Menschen bewegen. Und ich sage noch einmal, das war der Punkt unseres Verantwortungsgefühls mit der schwarz-grünen Koalition und am Ende ja nahezu einheitlich hier im Haus, gemeinsam beim Haushalt etwas auf den Weg zu bringen, wie wir das Land zusammenhalten. Wir haben den parteipolitischen Streit bewusst zurückgestellt. Und ich glaube, das zeichnet diesen Teil des Hauses zumindest aus auf diesen Punkt. Aber noch einmal, es geht heute auch noch einmal um das klare Stellen der AfD in der Sache. Und deswegen will ich auch dazu wenige abschließende Bemerkungen machen. Nicht erst seit dem temporären Erfolg der AfD wird nämlich in Deutschland über die Frage von Integration, Zusammenhalt oder, wie es andere in der deutschen Leitkultur diskutiert. Und in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft ist das auch gut so, dass über diese Fragen diskutiert wird. Aber ich sage sehr klar, für uns gibt es einen Kompass in dieser Debatte. Und dieser Kompass ist die deutsche Verfassung, das Grundgesetz. Die Antworten des Grundgesetzes sind klar und eindeutig. Wir pflegen eine Kultur des guten Zusammenlebens. Niemand darf wegen seines Glaubens oder seiner religiösen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Unmissverständlicher kann man es kaum formulieren. Und deswegen klar gesagt, wenn die AfD sagt, dass der Islam nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann ist das falsch. Die wahren Verfassungsfeinde in unserem Land sind nicht die unzähligen Anhänger des friedlichen Islam, es sind die führenden AfD-Politiker, die die Angst vor dem Islam schüren. Kommen wir zum Ende. Ihre Äußerungen sind ein Angriff auf den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Aber eines kann man der AfD nicht absprechen. Sie bleibt ihrem Markenkern treu und formuliert regelmäßig in Anführungszeichen Alternativen zu einem friedlichen, fest im Grundgesetz verankerten Rechtsstaat als in Anführungszeichen Alternative zu einem unserer Fundamentalgrundrechte der Religionsfreiheit. Bietet die AfD religiöse Ausgrenzung und Diffamierung einer der drei abrahamistischen Weltreligionen an. Anstelle der unveräußerlichen Menschenwürde, des Grundrechts auf Asyl und des Rechts auf körperliche Unversehrtheit wartet die AfD mit der alternativen Waffengewalt und Grenzzäunen auf. Wer das Grundgesetz so unverhohlen missachtet, ist, man muss es klar und deutlich sagen, verfassungsfeindlich. Und deswegen noch einmal die Einschätzung des Verfassungsschutzpräsidenten, Herrn Maaßen, teile ich ausdrücklich nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat die Frau Abg. Öztürk. 5 Minuten. Oh, sehr gut. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, ich glaube, wir werden uns jetzt in der nächsten Zeit öfter mit dem Thema AfD auseinandersetzen, weil wir ja als politisch-demokratische Parteien
im Konsens darüber sind, dass wir diese Partei auch politisch stellen wollen und dass wir auch ein großes Interesse haben, dass sie bei den nächsten Landtagswahlen hier in diesem Hause nicht vertreten sein werden. Von daher müssen wir demokratischen Konsens ernsthaft aufrechterhalten. Liebe Herr Kollege von der CDU, Herr Pentz, man muss auch die Größe zeigen können, einem Antrag der LINKEN zuzustimmen, wenn das inhaltlich richtig ist. Das wünsche ich mir in der Zukunft. Weil sonst machen wir uns schon in diesem Hause alleine unglaubwürdig, und das können wir uns bei dieser Debatte nicht leisten. Ich möchte gerne in dieser Debatte auch noch einmal ein paar Dinge klarstellen aus der Perspektive vieler Muslime, die in Deutschland leben, und vieler Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Es ist ganz klar, der Islam gehört zu Deutschland, und die Muslime, die seit Jahren hier in diesem Land leben, gehören ebenfalls zu Deutschland. Es ist auch ganz klar, dass wir am allerliebsten den liberalen Islam in Deutschland haben wollen würden. Wenn er sich aber in Deutschland radikalisiert, wenn junge Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, konvertieren und zum radikalen Islam sich berufen fühlen, dann ist das auch unsere gemeinsame Aufgabe, warum es mitten unter uns passieren kann, dass junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und sozialisiert sind, sich doch einem radikalen Islam zuwenden und nicht als Teil dieser Gesellschaft verstehen. Auch um diesen Teil dieser Gesellschaft möchte ich, dass wir uns kümmern und dass wir uns um die Sorge und Ängste auch dieser jungen Menschen annehmen, genauso wie wir auf der einen Seite auch darüber diskutieren, warum viele junge Menschen zum Rechtsextremismus tendieren. Ich glaube, beide Ränder, beide radikalen Extremismen müssen wir uns hier auch ernst annehmen und können nicht zulassen, dass die eine gesellschaftliche Schicht, weil sie in der Mehrheit ist, eine andere gesellschaftliche Schicht, die in der Minderheit ist, als Sündenbock für die Probleme dieser Gesellschaft darstellen, meine Damen und Herren. Ich möchte, wenn wir die AfD stellen wollen, uns auch inhaltlich so aufstellen, dass wir ganz klar machen, dass wir der AfD nicht nach dem Mund reden und dass wir den Demagogen auch nicht nach dem Mund reden wollen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Menschen Ängste schüren von der AfD, dann ist es ganz wichtig, dass wir auch in unseren eigenen Reihen schauen, wo auch in unseren eigenen Reihen Ängste geschürt werden und wo wir in unseren eigenen Parteien, in unserem eigenen gesellschaftlichen Umfeld benannte Vorurteile, Ressentiments, die geschürt werden, dass wir als Person auch aufstehen und sagen, diese Vorurteile, die halten wir nicht für richtig, und da gehen wir in den Konflikt hinein. Stattdessen erlebe ich leider oft, dass nach Leuten wie der AfD nach dem Mund geredet wird, dass die Ängste, die sie schüren, auch beispielsweise als reelle Tatsachen dieser Gesellschaft dargestellt werden. Das ist ein Problem. Wir müssen klarmachen, dass der Wohlstand Deutschlands niemals so in dieser Lage, in dieser Weise floriert wäre, wenn es nicht die zahlreichen Migranten gäbe, die als Gastarbeiter oder auch als Flüchtlinge in dieses Land gekommen sind und gearbeitet haben. Unseren Wohlstand haben wir auch auf den Beitrag der Gastarbeiter und vieler Flüchtlinge zu verdanken. Die AfD, die anscheinend Sorge hat, dass in diesem Land sie die Verlierer sind, denen muss klargemacht werden, ohne die zahlreichen Gastarbeiter, Muslime, Flüchtlinge in diesem Land wäre Deutschland nicht in diesem Wohlstand. Von daher brauchen wir keine Angst vor diesen Menschen zu haben, sondern wir brauchen Zuwanderung nach Deutschland. Das muss man erst einmal der AfD klarmachen, meine Damen und Herren. Es muss aber auch klar sein, dass, wenn wir die soziale Gerechtigkeit in diesem Land nicht in den Vordergrund stellen, die Spaltung in dieser Gesellschaft mit unseren politischen Entscheidungen forcieren, dass dann auch immer der Sündenbock meistens Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund sein sollen. Und das ist falsch. Von daher ist es wichtig, dass wir auch die soziale Gerechtigkeit in diesem Land nicht aus den Augen verlieren, dass wir keine Gesetze weiterhin machen, die beispielsweise das Asylrecht aushöhlen, die beispielsweise die kulturelle Selbstbestimmung problematisch darstellen und die beispielsweise auch die Teilhabe am Arbeitsmarkt oder in Bildung für Menschen mit Migrationshintergrund und Zugewanderten erschweren. Von daher ist es wichtig, dass wir mit unseren Gesetzen, mit unseren Parolen, mit unseren Aussagen, wie wir sie in diesem Landtag treffen, auch glaubwürdig bleiben. Ich wünsche mir, dass in Zukunft, wenn Anträge von den LINKEN gestellt werden, auch dem zugestimmt wird. Ich werde sowohl dem Antrag der Koalition zustimmen, als auch dem Antrag der LINKEN zustimmen. Nur so können wir glaubwürdig bleiben. Das ist unser Fundus. Das dürfen wir auf keinen Fall verspielen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe im Februar in diesem Plenum
bewusst einen Satz formuliert, den ich in den Beginn auch des heutigen Beitrags für die Landesregierung stelle. Ich habe damals gesagt, Hessen darf und kann niemals Platz lassen für Ausgrenzung, für Hass und Gewalt. Und das ist die Botschaft, die auch heute gilt. Meine Damen und Herren, das gelingt uns am besten, wenn wir auf die üblichen Rituale verzichten. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Ich komme da doch drauf zurück. Mir ist schon wichtig, auf Folgendes einmal hinzuweisen. Wir haben in unserem Land eine bis dahin nicht gekannte Vielfalt der Ethnien, der religiösen Bekenntnisse und der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das hatten wir bisher so nicht. Das fordert uns. Und es gibt viele Menschen in unserem Land, die haben den Eindruck, dass es sie persönlich und vielleicht auch unsere Gesellschaft überfordern könnte. Und ich rate uns gemeinsam, das ernst zu nehmen. Nicht nur die Wahlergebnisse aus den jüngsten Tagen oder den zurückliegenden Wahlen, sondern zum Beispiel auch das, was gestern in der FAZ zu lesen war, was das Institut Allensbach auf einer ganzen Seite einmal ausgebreitet hat, welche Sorgen viele Menschen in unserem Lande haben. Wenn da 40% ermittelt werden, die sich Sorgen machen, ich finde, dann sollten wir schon die Gelegenheit wahrnehmen, die Debatte sehr sorgfältig und differenziert zu führen. Da gibt es diesen hässlichen, extremen Rand, mit dem nun gar keiner was zu tun haben will und wo es eine ganz klare Sprache nur geben kann. Und dann gibt es einen Teil von Menschen, die von uns erwarten, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen und dass wir Antworten geben. Und das können wir nicht ritualhaft, in bekenntnishafter Manier. Das ist abgedroschen. Das ist billig. Das kommt auch nicht an. Und deshalb müssen wir die Debatte schon ein bisschen tiefer führen, was im Rahmen einer sehr begrenzten Redezeit nur bedingt möglich ist. Aber ich will schon sagen, wenn wir diesen Teil der Menschen, die Sorgen haben, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben ja auch darauf hingewiesen, das ist nicht identisch mit Extremismus gleich. Wenn wir die nicht den Rattenfängern überlassen wollen, dann müssen wir uns um Differenzierung bemühen. Dann dürfen wir nichts unter den Tisch kehren. Und dann müssen wir auch ringen um gute und klare Antworten. Und genau das ist es, wofür diese Landesregierung steht. Und deshalb, meine Damen und Herren, das ist das eine. Das zweite, ein klares Wort, auch weil die AfD angesprochen wurde. Meine Damen und Herren, wir erleben erneut, Kollege Frömmrich hat darauf hingewiesen, man mag die sogar als Strategie der AfD sehen, eine bewusste und, wie ich finde, unerträgliche Grenzüberschreitung und Provokation. Da passiert nicht mehr und nicht weniger, als dass eine Religion umgedeutet wird zur Ideologie. Da passiert nicht mehr und nicht weniger der plumpe Versuch, eine Religionsgemeinschaft zu stigmatisieren, sie unter Generalverdacht zu stellen und für alle Schrecken dieser Welt verantwortlich zu machen. Meine Damen und Herren, das ist nicht unser Denken, das ist nicht unsere Sprache, und so kann auch nicht unser Handeln sein. Wer Islam, Islamismus und geistig weitergedacht Anschläge alles zusammenrührt, wer plump von Fremdkörper spricht, der grenzt nicht nur aus, sondern der stört und er zerstört den inneren Frieden. Und dies, meine Damen und Herren, ist für uns aller Anlass, als Demokraten klar dagegen anzutreten und deutlich zu sagen, wo die Grenze verläuft. Artikel 4 unseres Grundgesetzes ist eine der Kernelemente einer freiheitlichen Verfassung. Jeder hat die Freiheit zu glauben, was er mag oder auch nicht. Dies ist nicht zu relativieren. Und deshalb, meine Damen und Herren, es muss um zwei Dinge gehen.
dem Schutz vor religiösem Fanatismus und gleichzeitig der Akzeptanz religiöser Vielfalt. Dies ist nicht einfach, das ist nicht frei von Enttäuschungen, und das ist gelegentlich mühsam. Aber es ist der einzige Weg, wie eine freiheitliche Gesellschaft ihre Grundlagen nicht selbst unterminiert. Und deshalb, meine Damen und Herren, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Wir sind uns doch einig, dass es keine Relativierung auf diesem Feld geben darf. Ich wünschte mir, dass das generell gilt. Wir haben immer die Aufgabe, den Extremen deutlich zu sagen, wo die Grenzen verläuft. Natürlich ist es jedermanns eigene Entscheidung, was er unterschreibt oder auch nicht. Aber ich sage Ihnen in aller Offenheit, ich hätte nichts unterschrieben, gemeinsam mit jemandem, der Gewalt propagiert. Ich finde, wir würden dort gemeinsam weiterkommen. Das ist, wie gesagt, Sie haben es erklärt, das ist eine Entscheidung, die ich selbstverständlich zur Kenntnis nehme. Aber, meine Damen und Herren, das ist doch genau das Problem. Frau Wissler, Sie wollen es ja nicht anders. Ich mache jetzt einen einzigen Einschub. Es geht alles von der Zeit ab. Ich habe versucht, und ich werde das auch tun, für die Landesregierung unsere Position zu beschreiben. Gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung. Es geht jetzt nicht anders im Rahmen des Protokolls, dass ich einmal als CDU-Landesvorsitzender spreche. Wissen Sie, Frau Wissler, die Union braucht am wenigsten eine Belehrung von den LINKEN. Der Weg von der AfD zu Frau Wagenknecht ist jedenfalls viel, viel kürzer als zwischen uns und anderen. Das muss man auch einmal sagen. Zurück zu dem, was uns verbinden muss. Zurück zu dem, was uns verbinden muss. Gestern Abend hatten wir die Freude, dass der Präsident der Hessischen Unternehmerverbände Regierungsparteien, Regierung und Opposition gemeinsam gelobt hat für unsere gemeinsame Arbeit. Es ist uns in Hessen besser gelungen als in anderen Bereichen, hier Gemeinsamkeit zu üben im Interesse der großen Aufgaben. Ich appelliere daran, dass wir das weiter so machen. Wir setzen auf gelingende Integration, Integration, die hilft und den Weg weist. Wir setzen z.B. darauf, dass Menschen, die einander besser kennenlernen, die einander verstehen, auch wenn es schwierig ist, besser gemeinsam die Zukunft meistern können. Deshalb setzen wir z.B. so zentral auf die deutsche Sprache. Deshalb machen wir eine ganze Menge. Ich erinnere einmal an den gelingenden islamischen Religionsunterricht, den wir an den Schulen haben. Ich erinnere einmal an die islamischen Zentren oder die Zentren für islamische Studien an den Universitäten, wo wir junge Geistliche ausbilden, wo wir junge Lehrer ausbilden. Das ist unser Verständnis von religiöser Vielfalt auf der Grundlage und der Basis unserer Verfassung. Meine Damen, meine Herren, was kann das Fazit sein in 7 Minuten oder wie viel einem bleibt? Unsere Aufgabe muss sein, die Gesellschaft zusammenzuhalten und sie nicht zu spalten. Wir müssen klare Grenzen ziehen zwischen gebotener Toleranz und dem, was daherkommt als Ausgrenzung, als Diffamierung und als Hass. Und deshalb, meine Damen und Herren, diese Landesregierung, und darüber freuen wir uns, zu einem guten Teil mit breiter Unterstützung des Hauses, hat mit dem Programm für die Aufnahme von Flüchtlingen und dem Zusammenhalt der Gesellschaft, das wir bereits im November vorgestellt haben des vergangenen Jahres, Wegweisendes auf den Weg gebracht, auch und gerade für diese schwierige Frage, die wir heute miteinander diskutieren. Der Asylkonvent, viele, viele andere Dinge sind Ausdruck unseres Bemühens, unseres ehrlichen Ringens. Wir wissen um die Schwierigkeiten, aber wir lassen keinen Zweifel. Unsere Zukunft wird eine gemeinsame sein,
auf der Basis des gegenseitigen Respekts, der Menschenwürde und unserer freiheitlichen Verfassung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, ich war gerade sehr froh über die klugen Worte, die Sie zu Beginn Ihrer Rede gefunden haben. Sie werden nicht überrascht sein, dass ich nicht immer unbedingt Ihnen Beifall klatsche, aber in diesem Falle habe ich das getan. Aber zwei Bemerkungen im hinteren Teil Ihrer Rede dürfen meiner Meinung nach hier so nicht unwidersprochen stehen bleiben. Sie haben einen Unterzeichner des heute auch zur Debatte stehenden Aufrufs, der von Ihrem Parteikollegen hier namentlich auch genannt worden ist in der Debatte, unterstellt, dass er zur Gewalt aufruft, dass er gewalttätig sei. Und, Herr Ministerpräsident, das sind schwerwiegende Anschuldigungen, die ich Sie bitten möchte, entweder zu belegen oder so zurückzunehmen. Das ist Ihnen nicht würdig. Und auch eine zweite Bemerkung. Ich glaube Ihnen ja, wenn Sie sagen, wir müssen zusammenführen und dürfen diese Gesellschaft nicht spalten. Da gehe ich ja wieder mit Ihnen. Aber bitte dann unterlassen Sie auch diese Gleichsetzungen, die in dieser unseligen Extremismusansätzen angelegt sind, Politikerinnen der AfD in einem Atemzug und in politischer Nähe zu Politikerinnen der LINKEN zu stellen. Auch das ist Ihnen nicht würdig. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, Sie haben begonnen mit den Ausführungen, wir wollen hier keine Rituale machen. Den ersten Teilen Ihrer Ausführungen können wir auch ausdrücklich zustimmen, wenn es eine Erkenntnis auch aus der deutschen Geschichte gibt, Entstehung des Nationalsozialismus, des Faschismus, dann kann ich auch nur sagen, wehret den Anfängen. Daraus müssen wir gemeinsam lernen. Und das, was wir erleben, ist ja nicht nur die Auseinandersetzung mit der AfD, die auch. Und natürlich müssen uns die Wahlergebnisse besorgen. Und natürlich, Herr Ministerpräsident, betrifft das vom Grundsatz her alle Parteien. Keine Partei kann sagen, wir sind von der AfD nicht betroffen. Und natürlich haben es Vereinfacher, Populisten, die auch zum Teil menschenverachtende Parolen machen, heute einfach in dieser Gesellschaft. Auf schwierige Fragen, wie gehen wir mit der Flüchtlingssituation um, haben diese Parteien vermeintlich einfache Antworten. Das macht sie für Leute interessant und wählbar, die sich von den etablierten Parteien nicht angegriffen, nicht aufgegriffen fühlen. Und wir haben einiges auf den Weg gebracht in dieser Gesellschaft, hier im Land Hessen, in der Bundesrepublik. Das ist gut und richtig. Aber Herr Ministerpräsident Bouffier, ich frage Sie, es muss doch möglich sein, in diesem Hessischen Landtag klar und deutlich zu sagen, wir stehen zusammen, wenn es darum geht, wie es in dem Antrag der LINKEN heißt, aufstehen gegen Rassismus, wehret den Anfängen. Und da steht nicht ein Wort in dieser Resolution, in dem Antrag, der falsch ist. Warum gelingt uns dieses gemeinsame Signal nicht, dagegen aufzustehen? Warum gelingt es uns nicht? Ich finde, es wäre glaubwürdiger, wenn wir das auch einmal darlegen könnten. Und dann, Herr Ministerpräsident, und das zeigt dann schon, dass es doch parteipolitische Spielchen auch bei Ihnen gibt. Sie werfen Herrn Schäfer-Gümbel vor, er hätte unterzeichnet, obwohl es da auch Personen gibt. Herr Kollege Bellino, ich trage das ganz, ich trage auch ein
Erstens ist es zulässig, wenn er einen Vorwurf erheben würde. Das stellen wir gar nicht in Abrede. Aber er hat explizit Herrn Schäfer-Gümbel genommen. Weitere sehr prominente Personen, die gesamte Bundesspitze der GRÜNEN, die haben Sie nicht explizit erwähnt, hat unterschrieben, die jüdische Gemeinde Pinneberg, sehr honorige Personen und Organisationen. Sie haben sich explizit Herrn Schäfer-Gümbel herausgegriffen. Sie machen selten etwas ohne Bedacht. Dafür kenne ich Sie lang genug, Herr Ministerpräsident. Warum? Wenn es um das Thema Distanzierung von Gewalt geht, haben Sozialdemokraten, allen voran ihr Vorsitzender, bei der Blockupy-Debatte bewiesen, wo sie stehen. Gewalt geht niemals in dieser Gesellschaft. Und deswegen, Herr Ministerpräsident, diese Attacke war unnötig. Gemeinsam gegen Rassismus vorzugehen, wäre ein gutes Signal, wenn der Landtag es einmal aussenden könnte. Solange es uns nicht gelingt, solche Anträge gemeinsam auf den Weg zu bringen, solange, glaube ich, kann diese Debatte auch nicht glaubhaft geführt werden. Es hätte eine andere Wirkung. Ich will sagen, im Deutschen Bundestag ist so etwas möglich, im Hessischen Landtag nicht. Die Sozialdemokratische Partei und Fraktion ist dazu bereit. Wir rufen die anderen Fraktionen auf. Lassen Sie uns gemeinsam aufstehen gegen Rassismus jeder Art. Wäre den Anfängen eine Erfahrung der deutschen Geschichte. Und deswegen sollten wir gemeinsam wachsam sein. Das ist kein Platz für parteipolitische Spielchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will gar nicht auf die vorherigen Wortbeiträge eingehen, sondern etwas noch einmal sehr Grundsätzliches sagen. Seien wir doch einmal ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle haben uns im Hessischen Landtag, die Parteien in Hessen, aber auch im Bund zu Beginn dieser Entwicklung, die wir seit ein, zwei Jahren, drei Jahren in unserem Land haben, schwer getan mit der Frage des Umgangs mit dem, was wir auf der Straße teilweise erlebt haben. Ich erinnere einmal an das Verhalten gegenüber Pegida, die Diskussion, die Herr Gabriel geführt hat, die Volker Kauder geführt hat in der eigenen Partei, nämlich setze ich mich mit solchen Leuten auseinander oder ignoriere ich sie oder stigmatisiere ich sie. Ich glaube, wir haben alle miteinander zunächst einmal festzustellen, dass es eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis dass wir uns zu klaren Haltungen durchringen konnten. Nicht, weil wir anfangs inhaltlich keine hatten, sondern weil es eine Strömung war, weil es Menschen waren, die aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus den Falschen, aus heutiger Sicht können wir das sicher sagen, hinterhergelaufen sind. So, und jetzt hat es diese Abspaltung innerhalb der AfD gegeben. Politiker wie Herr Lucke, die Mitbegründer dieser Partei waren, von denen ich sage, es muss legitim sein, dass sich Menschen wie Herr Lucke und seine damaligen Partner und Freunde beispielsweise europakritisch äußern. Ich habe das inhaltlich immer scharf kritisiert, aber es muss möglich sein, dass man es tut. Und insofern wäre meine Bitte, dass wir uns vornehmen, dass wir differenzierter handhaben, diese Frage differenzierter diskutieren, als wir das da und dort tun. In weiten Teilen, will ich in der heutigen Debatte sagen, habe ich den Eindruck, dass das gelingen kann. Dass wir aber uns allesamt vornehmen, dass wir die Sorgen und Nöte der Menschen vor einer anonymisierenden Welt in der digitalisierten Welt, vor Globalisierung, vor Terrorismus, vor den Ängsten, die Menschen haben, Verlustängsten, die sie haben, weil sie merken, dass diese Welt in weiten Teilen in Unordnung geraten ist, dass wir uns dieser Menschen annehmen und aufhören, von vornherein zu tabuisieren, wenn diese Menschen sich vielleicht nicht immer so ganz, wie wir es erwarten würden, artikulieren. Lass uns aufhören, ständig, und da gibt es auch einen deutlichen Appell an die Medien in unserem Lande, denjenigen in eine rechte Ecke zu rücken, der erklärt, dass er ein Problem und eine Sorge hat. Lass es uns tun, gemeinsam tun, diese Sorgen aufzugreifen und klare Antworten und Lösungen zu formulieren, Kolleginnen und Kollegen. Und ich will ein Letztes sagen. Die große Hoffnung, die ich habe und wir haben müssen, ist, dass 75 bis 80 % der Wählerinnen und Wähler der AfD sagen, wir wollten gar nicht deren Inhalte. Wir glauben gar nicht, dass die besseren Lösungen haben. Aber diese 75 oder 80 % erklärt haben, wir müssen einmal einen Denkzettel verpassen. Ich sage sehr deutlich, das ist die völlig falsche Adresse für einen Denkzettel. Das kann man auch anders machen, logischerweise. Aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass 75, 80 % der Menschen sagen, ihr etablierten Parteien,
Ihr müsst das in Ordnung bringen und selbstkritisch auch in Richtung der eigenen Partei und der Bundesregierung, der wir nun einmal angehören, will ich sagen. Da haben wir in den letzten Monaten, seit dem Sommer 2015, nicht immer so ganz klar erkennen lassen, wofür wir eigentlich stehen. Deswegen haben wir eine große Herausforderung. Wir haben eine wichtige Aufgabe, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Alles daran zu setzen, dass die Menschen, die beispielsweise in Baden-Württemberg zu Hunderttausenden zur AfD gewechselt haben, 70.000 grüne Wähler, 190.000 Wählerinnen und Wähler der CDU. Herr Kollege Buddenberg, Sie müssen zum Schluss kommen. Diese Menschen nicht nur zurückzuholen, indem wir sagen, kommt zurück, wir hätten euch wieder gerne, sondern diesen Menschen Lösungen anzubieten und vor allen Dingen ihnen zu sagen, ihr dürft sagen, wenn ihr ein Problem habt, und wir nehmen dieses Problem ernst, aber wir reden mehr über Lösungen dieser Probleme, als von vornherein diejenigen zu bestimmen, die sie artikulieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil es mir und meiner Fraktion wichtig ist, dass in dieser Debatte nicht aus dem Blick gerät die große Gemeinschaft hier in diesem Haus, dass wir uns gegen den Rassismus und gegen die Entgleisungen der AfD wenden, meine Damen und Herren. Und weil es um dieses Zeichen geht, habe auch ich persönlich den Aufruf unterschrieben für die Konferenz am Samstag und finde auch gut, dass es viele Kollegen hier im Haus getan haben. Ich akzeptiere aber auch ausdrücklich, dass andere Kolleginnen und Kollegen andere Ausdrucksformen ihres Zeichens gegen Rassismus und gegen den Populismus der AfD finden. Es geht um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und gerade weil es um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft geht, ist der Angriff der AfD auf die Religionsfreiheit so perfide. Denn viele Menschen in unserem Land, ob sie Christen sind, ob sie Muslime sind, ob sie jüdischen Glaubens sind, finden ihren Halt, finden ihren Sinn in der Religion. Das muss niemand teilen, das muss niemand richtig finden. Aber die Religions- und Glaubensgemeinschaften in unserem Land leisten einen Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und wer das infrage stellt, der will die Gesellschaft spalten und sie eben nicht zusammenhalten, meine Damen und Herren. Und wir müssen der AfD den Nimbus nehmen oder die Selbstzuschreibung nehmen, sie sei eine Partei des sogenannten kleinen Mannes. Das ist sie überhaupt nicht. Gestern war es die Eurokrise. Im Moment sind es die Flüchtlinge und der Islam. Was kommt denn als Nächstes, was der AfD gesellschaftspolitisch nicht gefällt? Frauen, die Beruf und Familie vereinbaren wollen? Alleinerziehende, die im Gesellschaftsmodell der AfD ja keine richtige Familie sind? Oder als Nächstes vielleicht sozial Schwache, die auf die Unterstützung der Gemeinschaft angewiesen sind? Auch das kommt im neoliberalen Gesellschaftsbild der AfD nicht vor. Vorsicht, liebe Bürgerinnen und Bürger, vor dieser Partei. Als Nächstes seid ihr dran in dem Gesellschaftsbild, was der AfD nicht passt. Und was die AfD dem Islam unterstellt, das praktiziert sie doch selbst. Religiöse Intoleranz, ein völlig rückständiges Frauenbild und den Anspruch auf gesellschaftliche Dominanz. Die AfD formuliert, sie würde für die Bürgerinnen und Bürger sprechen. Meine Damen und Herren, das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger schon selbst, wer für sie spricht und wer nicht. Und diese Partei spricht nicht für die Bürgerinnen und Bürger. Sie ist keine Alternative, und schon gar nicht ist sie eine Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann können wir zur Abstimmung über die beiden Anträge kommen. Zunächst Punkt 43, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE. Betreffend Aufstehen gegen Rassismus, wer den Anfängen, wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. SPD und DIE LINKE, wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 61, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschieden bekämpfen. Wer ist dafür? Das ist das ganze Haus. Also ist auch keiner dagegen. Dann stelle ich fest, dass dieser Dringliche Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN einstimmig verabschiedet wurde.